gedacht, Freunde, der letzte Teil hat über 20.000 Likes bekommen. Das heißt, ihr wolltet noch eine Folge sehen und hier ist sie. Beim letzten Video hat der Superwutel bestimmt, wie viel wir essen mussten. Und um das Ganze nochmal zu steigern, nehmen wir nochmal die UNO-Karten dazu. Jeder bekommt zwei Joker, die er während des Videos einsetzen darf. Durch diese UNO-Karten haben wir noch einen zusätzlichen Kick, weil wir richtig Angst haben, weil wir nie wissen, wann der andere sie einsetzt. Ungefähr so wie bei How I Met Your Mother, wo Marshall Barney Backpfeifen geben durfte, aber Barney nie wusste, wann die kommen. Ich kenne die Folge von How I Met Your Mother gar nicht. Lebst du hinterm Mond? Zuerst werden die Joker gezogen. Das sind die, die man bekommen könnte. Jeder darf sich zwei aussuchen. Ich nehme die beiden und du? Die beiden. Ich habe die hier bekommen. Und ich habe diese bekommen. Und heute haben wir wieder vier YouTuber im Video, die mitmachen müssen. Die wissen zwar vom letzten Video, dass wir einen Superwürfel haben, aber die wissen nicht, dass wir UNO-Karten haben. Das haben wir denen nicht gesagt. Und wir dürfen die UNO-Karten auch auf die setzen. Es geht los mit dem Frühstück. Hier ist der Superwürfel. Und zum Frühstück gibt es Waffeln. Wie viele davon muss ich essen? Oh, ja, klar. Geht ja schon wieder gut los. Was ist mit dir? Er würfelt nur Holz. Mal schauen, wie viel Waffeln ich essen muss. Oh. Das Topping für die Waffeln haben wir schon geholt und sind gerade auf der Suche gewesen nach den Waffeln. Aber, Leute, die gibt's nicht. Die gibt's halt ehrlich nicht. Ich gehe hier einmal lang. Nicht, dass ihr denkt, ich will mich drücken oder so davor. Es gab leider keine Waffeln. Ich blende euch ein, welche Waffeln ich holen wollte. Ich denke mal, jeder kennt die. Da mussten wir halt etwas Gleichwertiges holen. Da haben wir uns für diese Milchbrötchen entschieden. Mandys Tipp war, die zu belegen. Mein Tipp war, die ganz kurz im Ofen zu machen, damit der Käse schmelzen kann. Mandy hat 5 Milchbrötchen. Das sind 10 Hälften. Ich habe 12 Milchbrötchen. Sind 24 Hälften von hier. Oh. Hauen wir mal rein. Das ist mein Teller. Und das ist mein Teller. Das Schlimme ist, das ist ja erstmal der Anfang. Wir haben noch richtig krasse Sachen für dieses Video geplant. Aber erstmal sehe ich zu, dass ich die leer kriege. Kurzer Zwischenstand. Ich habe alles aufgegessen und Oskar hat jetzt noch genau 4 Milchbrötchen. Mal gucken, wie die süßen schmecken. Wie fühlst du dich? Geht noch, aber die sind schon trocken. Weil die im Backofen waren, das war deine Idee. Klasse, dass wenn sie so harte Kanten haben. Das kommt auf den Backofen. Also mir hat es geholfen, die einzeln zu essen. Aber du bist ja der Stopfer. Das Ding ist, wenn man die einzeln isst, hat man die ganze Zeit im Kopf, es sind 24. Und nur noch 2? Mein Kopf sagt 4. Nein, 2. Kannst nicht zählen. Platz schon. Das ist der Stony Move. Wie viele Kalorien waren das jetzt? 140 mal 12 sind 1480. Nee. 1680. Ja, ich glaube schon. Crazy. Nur noch ein! Okay, nur 2. Nur noch ein. Wir hätten es, glaube ich, echt nicht in den Backofen tun dürfen. Habe ich ja gesagt. Ah. Frühstück ist geschafft. Falls ihr euch fragt, warum ich meine Karte nicht gesetzt habe, ich glaube, das Ganze wird noch viel schlimmer. Was machst du damit? Der Erste, der heute leiden muss, außer mir eben gerade, ist Julian. Er hat uns im letzten Video ja so schön gezeigt, wie man Kiwis mit Schale essen kann. Deswegen werde ich jetzt würfeln, wie viele Kiwis er mit Schale essen muss. Ich werde aber nicht normal würfeln, sondern dieses Flugzeug würfelt für mich, weil ich glaube, dass dann erst recht eine große Zahl kommen wird. Ich vermute es mal. Okay, mal schauen, wie viele Kiwis mit Schale mein Flugzeug dem lieben Julian bescheren wird. Boah, das ist so was. Boah, das ist super. Alter. Okay. Doch nicht so eine hohe Zahl. Ja, scheiße, ich muss 12 essen, war ja klar. Und er darf nur 4. Ist auch okay. Mit Schale ist das trotzdem nicht ganz so einfach. Dann werden wir die Kiwis jetzt mal holen gehen und dann. Stopp. Ich werde das Ganze verdoppeln. Und zwar, ein Hamster braucht natürlich seine Vitamine. Und Julian darf nicht nur 4 Kiwis essen, sondern 8. Alter, du hattest eine plus 4, ey. Alter Ehre, danke, dass du die nicht auf mich gesetzt hast. Nein, ey, ich wäre so geliefert gewesen. Dann werden wir dem Julian jetzt 8 Kiwis holen und nach München schicken. Dementsprechend nehme ich dann hier 8 Kiwis. Ganz groß, Hamsterbäckchen. Größer! Wie soll ich das denn jetzt noch größer machen? Dann mache ich auch richtig provokant. Mit Schale, Zwinker-Smiley. Oh! Oh.
Das Ding ist, er weiß ja noch gar nicht, wie viele er essen muss und er weiß nicht, wie die zustande gekommen sind. Das heißt, er denkt, wir haben eine 8 gewürfelt, aber eigentlich haben wir ihm eine plus 4 gegeben. Das sieht er erst bei der Premiere, oder? Boah, der wird mich so hassen. Hier schreiben wir dann Hamsterbacke drauf. Ich glaube, der Postbote wird schon wissen. So, und dieses Paket geht jetzt an Julian. Bitte schön. Wow, Digga, da kommt gleich mal ein Paket hier an. Hamsterbacke steht da drauf. Ich habe mir einen neuen Gaming-PC bestellt. Vielleicht ist der ja da drin. Da liegt sogar ein Zettel drin. Viel Spaß beim Aufessen. Hamsterbäckchen mit Schale. Ich habe überhaupt keine Kiwis bestellt. Hamsterbäckchen, so nennt mich eigentlich nur der Oscar. 8 Kiwis, die ich mit Schale essen soll. Stopferchen, die Challenge nehme ich an. 8 Stück, Alter, das kann nicht gesund sein für die Verdauung. Diese Stängel da oben, die kann man nicht essen. Ansonsten esse ich alles auf mit Schale natürlich. Nummer 1 aufgegessen. So, ich habe noch 2 Stück übrig, Leute. Diese Schalen sind wie Schmirgelpapier zusammen mit der Säure. Das zieht richtig. Oh. Ah. Oh. Mm. Mm. Ah. Ah, es brennt. Der letzte Bissen hier. Alle 8 Dinger aufgegessen, mein Mund brennt die Sau, Oskar, ich schwöre es dir, ich zahle dir das heim. Man kann das hier auch ein kleines bisschen sehen, also hier zum Beispiel ist die Lippe blutig und offen, so fühlt es mich vom ganzen Mund an. Bei mir dürfen natürlich Burger niemals fehlen und zwar werden wir die Burger machen, die unser Leben verändert haben, in klein. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Burger gegessen, wie seitdem ich mit dir zusammen bin. Das wäre ein Kompliment. Dann darfst du auch würfeln, wie viele Mini-Burger du essen darfst. 7! Oh Gott! Oh, 7! Das schaffe ich niemals! Wo ist das Flugzeug? Ich will mit dem Flugzeug würfeln, das hat nur eine 4 gewürfelt. Ich habe zu Pech mit dem Würfel. Der Würfel. Hast du nicht gesagt? Ich will irgendwas haben, womit ich würfeln kann. Darfst du dir aussuchen, aber du hast schon gewürfelt. Oh Mann. Das zählt nicht! Komm schon, Flugzeug, du hast für Julian eine 4 gewürfelt. Bitte auch maximal 4. Was ist das? Oh mein Gott, wie kann das sein? Das Flugzeug würfelt immer eine 4. Oh, Leute denken, Mann, wir faken, aber wir waren ja sogar live mit dem und da könnt ihr sehen, dass er würfelt so, der ist halb wie er ist, ne? Kann man live nicht faken. Steven, komm raus! Warte mal, vielleicht musst du auch noch ein paar mehr essen. Nein, muss ich nicht. Nee, musst du auch nicht. Okay, 11 Stück kannst du reinmachen. Nein, ich mach nur eine Packung rein. Ja, du musst schon fast eine ganze Packung essen. Ich setze aus, Leute. Oh, ich kann nee. Keine 7 Burger essen und ich bin so froh, dass wir jetzt eine Udo-Karte haben, denn das hätte ich nie im Leben geschafft. Oh Mann, das ist kacke. Dann muss ich Burger allein für mich machen, das bockt nicht. Plus 2. Du musst 2 wenigstens essen. Okay, komm. 2 ist gut. Ja, lass mich nicht hängen. Oh, okay. Ich 4, du 2. Die sind so lecker, 2 gönne ich dir. Danke. Aber wir verballern alle unsere Karten für uns selber, anstatt für die anderen. Eigentlich voll dumm. Ich habe für Julian verballert. Und eine habe ich noch, ein Pedo, also oh Gott. Freu dich nicht zu früh. Steck du die ein. Vielleicht kriegst du die ja ab. Sonst mache ich die wieder kaputt. Ja, sie zerknickt die Karten. Ja, man muss gut mit denen umgehen. Das ist in der heutigen YouTube-Zeit goldene Klicks wert. Was machst du da? Wenn man keine Jacke im Kaufland anhat, weil meine Jacke ist hier, dann muss man so laufen. Weil da fühlt man sich wie zu Hause. Wie muss man laufen? So. Oh, die spinnt, Alter. Wen will ich da eigentlich heiraten? So, wir haben jetzt alles eingekauft, was wir brauchen und jetzt geht's nach Hause. Oh, die hat mir das in die Nüsse geworfen. Ich werde jetzt die Burger zubereiten. Wenn ihr das genaue Rezept wollt, dann gebt einfach ein Fitness-Oscar, der Leben, der mein Burger verändert hat, bei YouTube ein. War eines meiner letzten Videos. Der Leben, der mein Burger verändert hat. Okay, dann werde ich uns jetzt mal 6 Burger machen. Gerade überaus happy, dass ich doch noch Burger essen darf. 7 wären echt zu viel gewesen. Ja. Jetzt ist
perfekt. Kann ich so geile Burger machen und dann voll auf Ego die ganz alleine essen. Das bockt gar nicht. Leider gibt es keine kleinen Brioche-Buns. Gucken, ob die so gut schmecken wie die großen. Boah. Ich liebe es. Dadurch, dass das Fleisch so klein ist, konnte es nicht Medium werden, aber die sind trotzdem richtig geil, oder? Du solltest echt einen Burgerladen aufmachen. Niemals hätte ich 7 Burger geschafft. Der letzte ist nochmal ein Prachtstück, das muss ich euch zeigen. Alter Leute, was für ein geiler Mini-Burger. Der Jalapeno guckt hier schon ein bisschen raus. Geschmolzene Käse, da schon die Soße. Vergesst auf jeden Fall nicht bei Mandy vorbeizuschauen, denn wir haben Tanzverbot angeschrieben, ob wir seine Ernährung nachmachen können, also die aktuelle. Er meinte ja, können wir machen, kommt natürlich heute auch in der Premiere online. Und falls ihr wollt, dass wir wieder live kommen und den Würfel live bestimmen lassen, dann kommentiert Würfel in die Kommentare. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, Mitglied könnt ihr natürlich auch werden. Was haben die davon? Die haben ganz viele Special Emojis, zum Beispiel mich. Oder mich. Oder Oscar. Steven, Dodo, Würfel, Uno-Karte, Burger, alles. Und ein Amazzeichen ist direkt im Chat neben eurem Namen. Ich esse jetzt hier noch den letzten Bissen von diesem geilen Burger. Das ging zum Glück richtig geil runter. Und danach werde ich Sophia anrufen. Und sie fragen, was sie heute für uns essen möchte. Hey Sophia, was geht ab? Hi. Was machst du? Ich chill hier gerade auf dem Boden. Was willst du denn heute für uns essen? Also ich habe mir gedacht, wir essen heute Oreos. Da habe ich hier eine ganze Packung und ich bin schon mal gespannt, wie viel du würfelst. Wie viele würdest du denn gerne essen? Boah, vielleicht so 4 bis 6. Mal gucken, was der Würfel sagt. Okay. 5. Zu dir war der Würfel heute lieb. 4 bis 6 ist ja genau dazwischen, eine 5. Boah, ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Oreos. Perfekt. 5 Stück sind nicht zu viel und nicht zu wenig. Die gönne ich mir jetzt. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was Oscar und Mandy heute alles essen. Als nächstes gibt es unsere Lieblingssüßigkeit. Ich liebe diese Löffeleier. Allerdings gibt es die nur, wenn Ostern ist. Und ja, die waren jetzt sogar auch im Angebot, weil kein Ostern mehr ist. Ich hoffe natürlich, dass das eine gute Wahl war, weil das sind schon ziemlich viele, wenn ich jetzt alle essen muss. Okay, dann würfel mal. Ja, 1! Was für ein Glück kann man haben. Das war echt gut. Ich habe Oreos, weil Sophia hat mich mit den Oreos inspiriert, allerdings nicht die, die sie hatte, weil sie ist ja vegan, deswegen isst sie die nicht mit Schokolade. Ich schon. Hier sind genau 6 mal 2 drin, also 12. Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile echt Angst vor dem Würfel, weil irgendwie haben alle anderen Glück außer ich. Das ist fast immer so. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie viele Oreo Whites ich essen muss. Jetzt wird es 4! Ja. Alter, fällt dir was auf? Wie das Flugzeug. Nee, beim letzten Video waren 4 12 und jetzt hatten wir schon 4 mal 4. Ach, stimmt. Das kann doch nicht sein. Das glaubt uns doch kein Mensch hier. Wenn ihr uns das nicht glaubt, dann laden wir auch das gesamte Material gerne ungeschnitten hoch. Dann könnt ihr sehen, dass wir nur immer nur einmal würfeln und direkt die Zahl nehmen. Deswegen holen wir uns auch Sachen, die relativ, also die man auf jeden Fall schaffen kann. Wenn man 12 würfelt. Wenn man 12 würfeln würde, weil wir essen jetzt nicht 12 Pizzen. 4 Oreos und ein Osterei, los geht's. Und an der Stelle würde uns interessieren, was eure Lieblingssüßigkeit ist. Schreibt es jetzt mal in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare. Aber Videos mit dem Superwürfel sind auch einfach zu krass. Deswegen machen wir auch auf unserem Zweitkanal, beziehungsweise Fitnesskanal, viele Diätvideos, wie wir wieder abnehmen nach diesem ganzen Essen. Denn sonst würden wir ja richtig viel zunehmen. Also 2, 3 hätte ich hiervon schon gerne gegessen. Du hast so ein Schwein gehabt. Du hast 12 Ostereier einfach geholt. Die hättest du nie im Leben geschafft. Fertig! Ey, dieser Würfel hat 12 und ich habe eine 1 gewürfelt. Läuft gut. Deswegen Teil 3. Ich bin bereit. Ich nicht. Weil der Würfel mich immer fertig macht, Alter. Aber, Leute, Legenden besagen, es soll angeblich noch einen krasseren Würfel geben. Oh Gott. Ab 30.000 Likes. Ultimativer Würfel. Ne. Bestimmt. Das mache ich nicht mit. Ich glaube, wir haben die Würfelvideos langsam auch echt satt, so wie wir. Aber wenn es noch einen krasseren Würfel gibt, dann glaube ich, feiern die das schon, wenn wir uns so quälen müssen. Okay, wollen wir mal sehen. 30.000. Boah, ich bin krank.
Für Steven habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar, er mag richtig gerne Red Bull, deswegen darf ich trinken. Nee, darf ich würfeln, wie viel Red Bull er trinken werden muss. Und ich hoffe, es werden 12, aber erstmal gehe ich kurz auf Klo. Steven, Mann, warum musst du mich jedes Mal erschrecken? Du meinst doch, du ruf mir gleich an, aber du brauchst nicht anrufen. Ich bin hier, in deinem Badewanne. Ja, ich sehe es, dass du da bist und ich find's todesunheimlich, weil du einfach überall bist. Im Würfel, in meinem Badezimmer, im Mülleimer. Hau endlich ab, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach Steven, warte mal, jetzt wo du schon mal da bist, du musst heute... 4 Red Bulls trinken. 4 Red Bulls. Viel Spaß. Ich stehe auf Koffein. Koffein? Ach, schmeckt schön. Red Bull vielleicht. Oh, das darf ich nicht sagen. Oh Gott. Sei mal ehrlich, ich sehe aus wie ein Alkoholiker hier, ey. Letzter, einer meiner leichtesten Übungen. 4 Red Bulls, Leute. Ich bin, glaube ich, besoffen. Ich glaube, es wird geschissen. Ich hab's gerade. Oh. Ich gebe meine Beine, Digga. Ich glaube, ich bin schon da. Kannst du mir helfen, Mann? Ey, ich schwink doch nicht noch. Ey, ich schwink doch nicht noch. Ich bin bestimmt sehr gepisst, Digga. Du hast doch Urinpisse oder so, ne? Urinpisse. Das ist nochmal Stierpisse. Urinpisse ist doch bereitet. Bullenpisse wollte ich sagen, Digga. In Red Bull ist Bullenpisse. Macht das nicht, Leute. Digga, das nehme ich mit. Digga, das ist 1 Euro. Letzte Mahlzeit. Wir werden jetzt würfeln, wie viele Mozzarella-Sticks jeder essen muss. Wir haben extra über 24 Stück geholt. Und ich habe hier diesmal eine Zweitkamera, weil diese Kamera immer nicht rechtzeitig scharf stellt. Die hier vom iPhone schon, da ist sie ein bisschen schneller mit dem Fokussieren, damit wir nicht schneiden müssen und damit ihr uns auch glaubt, dass wir nicht schummeln. Also, ich werde jetzt würfeln und ich mache jetzt mit Ansage eine 4, weil dieser Würfel... Ich sag, du machst eine 12. Dieser Würfel würfelt heute nur 4, du wirst sehen. 3! Oh. Ja, ein bisschen wenig für Abendessen. Ist dein Abendessen. Dann muss ich mich heute nicht ganz so überfressen. Ich Mandy. Darf... 3! Hey, Alter, was ist das? Oh, das ist auch ein bisschen wenig. Ich kann dir ja meine Karte zeigen. Ich hatte die Tauschkarte. Es bringt ja nicht, die zu setzen. Deswegen hoffe ich, dass Dodo eine höhere Zahl würfelt, denn er wird heute Pizzabrötchen essen müssen. Und wenn er mehr als 3 hat, werde ich die setzen und er wird sich wundern, weil er halt nichts davon weiß. Okay, wir rufen jetzt Dodo an. Jo, was geht? Was machst du gerade? Chillen, wollte eigentlich was essen, ich hab Hunger. Und du rufst immer zu dem Zeitpunkt an, an dem ich was zu essen machen will. Richtig. Herzlich willkommen bei Würfel bestimmt, wie viel du essen musst. Ich habe hier den Superwürfel, den kennst du ja mittlerweile. Was haben sie denn zu essen vorbereitet? Ich habe übel Bock auf Snackwurst, also Pizzabrötchen. Du weißt, der Würfel geht bis 12. Wir wissen, du kannst viel essen. Dann werde ich jetzt würfeln. Bitte gern, bitte gern. Oh Mann, das bedeutet immer so viel Stress. Mann. Schauen wir mal. Oh. 2. Ich muss jetzt 5 oder 6, ich muss jetzt eine Packung bestellen und kann nur 2 essen. Guten Appetit. Danke, Bro. Bye bye. Ciao. Ciao. Mann! Die Snackwurst sind da. Produktplatzierung, das war auszusehen. Könnt ihr hier reinschauen? Oh mein Gott. Und davon darf ich nur 2 essen. Das Ding ist, ich brauche dafür nicht mehr Zeit, drauf anzumachen. Alt. Seht ihr, wie ich mich freue? Dieser Würfel ist verflucht, Freunde. Oskar, ich liebe dich über ganz. Ich liebe dich wirklich. Du bist ein richtig guter Bro, aber dafür muss ich dein Video disliken. Der Plan ist nicht aufgegangen, Mann. Ich habe noch eine UNO-Karte, die ich bis zum Schluss nicht einsetzen konnte, weil ich wusste einfach nicht wann. Also schreibt in die Kommentare, wann hättet ihr die eingesetzt an meiner Stelle? Jetzt muss ich die behalten fürs nächste Video. Nein. Dann weiß ich ja schon, was du hast. Aber du weißt nicht, wann es kommt. Wie die Backpfeife von Marshall an Baden. Ich weiß immer noch nicht, was du da erzählst. Dann machen wir uns jetzt unsere Mozzarella-Sticks.
Abendessen, Bro. Also bei uns echt jeweils das Gegenteil. Ich hatte den ganzen Tag einfach nur keinen Hunger und Mandy hatte den ganzen Tag richtig Hunger. Das Geile ist, ich darf die ganze Soße für mich essen, weil Mandy mag die nicht. Lecker? Die sind so lecker. Ey, du magst es doch gar nicht. Jetzt mag ich schon. Das ist süß scharf. Da mag ich doch nicht mehr. Also man muss echt sagen, mein Plan ist heute nicht aufgegangen. Ich hätte anders spielen sollen. Ich dachte, das wird noch viel schlimmer, aber dabei war es schon ganz am Anfang das Schlimmste. Ich habe direkt alles rausgehauen. Ich hätte die echt morgens setzen sollen. Warst du schon? Ich hab so Hunger. Da das letztens so gut ankam und ihr euch das gewünscht habt, werden wir diesen Donnerstag wieder mit euch zusammen live gehen und einen Teil von Würfel bestimmt oder Uno bestimmt. Mal schauen, wir lassen uns was Besonderes einfallen, mit euch zusammen live machen. Und wenn euch irgendwelche Snacks einfallen, die wir in diesem Live-Video essen sollen, dann schreibt es unten in die Kommentare. Aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn dieser Livestream online ist. Und Mitglied könnt ihr auch werden, wenn ihr besondere Emojis in den Live-Chat posten wollt. Alle YouTuber, die heute in diesem Video mit dabei waren, haben auch ein Video rausgebracht. Diese Auflistung findet ihr unten im ersten Kommentar. Ehre, wer sich alle Videos anschaut. Und jetzt könnt ihr euch dieses Video empfehlen. Da sind wir jetzt auch bei der Live-Premiere dabei. Das war der letzte Teil mit Superwürfeln. Der letzte Teil mit dem Superwürfel, aber nicht der letzte Teil mit dem Megawürfel.